Kamera läuft und bitte. Willkommen bei diesem Video auf dem Kanal Creative Essay. Heute möchte ich euch erklären, wie man richtig Reden hält. Dazu habe ich mir heute Unterstützung hinter der Kamera geholt. Nein. Und ich möchte euch heute erklären, wie man richtig Reden hält. Mein Kanal Creative Essay, wie ihr schon bemerkt habt, das ist Englisch und bedeutet auf Deutsch so viel wie Aufsatz oder Referat. Aufgrund dessen habe ich mir das Thema mal näher geholt, um euch zu erklären, was man da genau beachten soll, wenn man irgendwie ein Referat hält. Wenn du dieses Video siehst, bist du entweder ein Abonnent, der sich dieses Video anguckt, weil es dieser Person Spaß macht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oder einfach jemand, der sich für die Thematik interessiert. Oder jemand, der wirklich irgendwie ein Referat oder einen Aufsatz halten muss für die Klasse, für vielleicht irgendwie einen Abiball oder sonst irgendwas, ist ja auch egal. Das Erste, was du machen musst, wenn du eine Rede vorbereitest, ist, dass du dir einen Zettel oder einen Spickzettel schreibst, auf dem du so viele Sachen wie möglich aufschreibst, um nicht aus dem Konzept zu kommen. Dabei kannst du nebenbei den Finger da lassen, wo du gerade bist. Und dann siehst du genau, wo du bist und dann weißt du, wie das abgeht. Okay. Ich sehe schon ein bisschen was. Du kannst dir entweder richtig viele Stichwörter aufschreiben oder du machst's wie ich und tust dir den ganzen Text einfach aufschreiben und tust eins und eins so sagen, wie es ist. Allerdings musst du dabei relativ viel auswendig lernen und deswegen würde ich dir das nicht wirklich empfehlen. Nun kommen wir zur Durchführung der Rede. Und zwar, ich habe mir dazu ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Es ist natürlich wichtig, dass du offen redest. Das heißt, das Ding könnte ich jetzt theoretisch weglegen, aber dann wüsste ich halt nicht mehr, was ich hier stehen habe. Nee, ne? No! Nee. Okay. Also du kannst bei der Rede wirklich stehen bleiben. Einfach nichts tun und einfach warten, bis die Leute ruhig sind. Und da kannst du wirklich so lang vorne stehen, wie du willst. Du kannst 4, 5, 6 oder 10 Minuten dich vorne hinstellen, theoretisch. Du kannst warten, bis es ruhig ist, weil dann die Aufmerksamkeitsspanne der Person steigt und diese Personen dann wirklich gespannt darauf sind, was du sagen willst. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir Minimum, ja, sagen wir mal maximal, weil ich meine, jetzt wenn du irgendwie Bundestagsabgeordneter bist und da irgendwie eine Rede halten willst oder sowas, dann ist es natürlich schlecht, wenn du da jetzt 10 Minuten vor mir stehst und nichts sagst und wartest, bis alle ruhig sind, weil ich meine, es wird niemals geschehen. Und deswegen sollte man das lassen. Außerdem hast du als Bundestagsabgeordneter mal genug Zeit, um irgendwas zu machen. So, du solltest ruhig bleiben. Ich glaube, diesen Fehler mache ich gerade auch. Komm runter! Ich weiß, ich muss mich beeilen. Du solltest natürlich zwischendurch auf deinen Spickzettel schauen, so wie ich es die ganze Zeit mache. Wahrscheinlich mache ich es schon zu viel. In der Tat. Du musst Selbstbewusstsein vortäuschen, selbst wenn du es nicht bist. Wenn du Selbstbewusstsein hast, kannst du das natürlich zeigen, das ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, du solltest wenigstens so tun, als hättest du Selbstbewusstsein, um halt wirklich irgendwas zeigen zu können. Stehen, freistehen, auch mal die Hände benutzen zum Reden und aus dem Herz reden. Also wenn du dich für irgendwas bestimmt interessierst, jetzt zum Beispiel von einem Vorstellungsgespräch oder sowas, kannst du wirklich mal sagen, mich freut an dem Beruf Regisseur, dass ich den Menschen etwas sagen kann, dass ich Menschen davon überzeugen kann, Dinge nicht nur im Kopf zu haben, sondern auch wirklich bildlich zu sehen und man da halt die Möglichkeiten hat, wirklich was vor der Kamera zu machen und sowas. Ganz wichtig, wenn du vor der Klasse stehst und selbst wenn dich deine Klassenkameraden anlachen, solltest du nicht zurücklachen. Ist es ganz wichtig, oder wenn du irgendwie vor einer Menschenmasse stehst, ist es natürlich noch peinlicher, wenn du einfach anfängst zu lachen, das ist natürlich richtig blöd. Und ganz wichtig ist ernst bleiben, wirklich professionell bleiben und... Ach, Spaß wurde ernst. Ernst ist jetzt 5 Jahre alt. Was kannst du eigentlich? Und du solltest in derselben Geschwindigkeit reden, das heißt, du solltest dir vielleicht so einen Taktzähler holen, bei dem du merkst, okay, so schnell rede ich. Ich weiß jetzt, wie schnell ich reden muss, deswegen stelle ich mich vor den Spiegel, übe die Rede ruhig mal auswendig. Ich meine, es hat noch niemandem geschadet, irgendwie eine Rede auswendig zu lernen oder sonstiges. Außerdem ist es wichtig, dass du
nicht zu schnell sprichst. Das heißt, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass du halt einfach deine Redegeschwindigkeit aufrecht hältst und wirklich weißt, was du machen sollst. Und ganz wichtig, du solltest wissen, wovon du redest, besonders wenn dir nach diesem Vortrag Fragen gestellt werden können oder ähnliches. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Außerdem würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal! Ich hab's aufgegangen. Oh, Scheiße. Okay, nochmal. Ich hab nur noch für. Ich bin nicht. Okay. Die liegt da. Okay. Okay. Nochmal das letzte.